Hallihallo, meine lieben Papas und Mamas, Mamas und Papas und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wie ihr seht, ich habe schon einen Karton in der Hand, denn heute schauen wir uns die neue Hörspielbox an, die Box von der Firma Wubi. Hier mal ein ganz neues Prinzip, denn ihr braucht keinerlei Karten, Figuren etc., sondern das Ganze läuft über Spotify oder mit einer SD-Karte oder per Bluetooth übers Handy oder mit einem Klinkenstecker. Ihr merkt, wir haben relativ viele Möglichkeiten, wir sind relativ unabhängig und wir müssen vor allen Dingen nicht ständig was Neues kaufen. Erstmal klingt das relativ vielversprechend. Wir haben bis zu 10 Stunden Akkulaufzeit, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Das Ganze gibt es in 3 Farben. Ich packe das mal aus, dann könnt ihr es vielleicht ein bisschen besser sehen. Ich habe mich für die Farbe oder beziehungsweise wir haben die Farbe Blau, denn wir haben ja auch einen Jungen, da passt das eigentlich immer ganz schön. So sieht das Ganze aus. So sieht das Ganze von oben aus. Zu den ganzen Funktionen komme ich gleich nochmal in Detail. Ihr habt hier auch so ein nettes Bändchen dran. Das ist Stoff, das fühlt sich relativ gut an. Nicht nur relativ, das fühlt sich gut an. Hier unten so ein bisschen Gummi, dass man Grip hat. Von unten versteckt sich, das mache ich immer frei, weil es auch wind- und wettergeschützt ist, habt ihr die Anschlüsse. Eine SD-Karte könnt ihr da reinpacken. USB-C zum Laden und einen Klinkenstecker habt ihr mit dabei. Ich mache das mal einmal wieder zu. So, wie ihr seht, hier oben haben wir kindgerecht, damit die sich das dann auch besser merken können, 7 Regenbogenfarben, die ihr dann später belegen könnt. Dazu kommen wir aber später nochmal. Wir haben, ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sieht, aber die einzelnen Farben haben auch immer so einen kleinen Huckel, dass man merkt, dass man auf der Taste ist. Dann haben wir vor und zurück, laut und leise und an und aus. Entschuldigung, bitte mein Fehler. In der Mitte ist an und aus. Das ist die Record-Taste, aber dazu kommen wir auch später. Wie ihr gerade gehört habt, ist die Wubi-Box jetzt an. An der Stelle würde ich mal ganz kurz hier einen Cut machen, meine Lieben. Und wir springen einmal zusammen in die App. So, meine Lieben, das Ganze ist die Wubi-App. Die kriegt ihr über den Play Store, aber auch ganz normal über den Apple Store in meinem Fall. Ich habe jetzt extra noch nichts gemacht, damit wir das einmal zusammen machen können. So, ich habe bereits ein Nutzerkonto, ich habe noch kein Nutzerkonto. Ich gebe jetzt hier erstmal meine E-Mail-Adresse an. Beziehungsweise, bevor ihr das macht, könnt ihr erst nochmal euren Namen angeben. Der nächste Schritt ist dann die E-Mail-Adresse. Dann dürft ihr, wie bei jeder Registrierung, noch ein Passwort vergeben. So, wenn ihr das alles gemacht habt, dann musstet ihr noch einmal per E-Mail eure Anmeldung bestätigen und dann könnt ihr ganz normal über dieses Anmeldefenster euch jetzt mit E-Mail und Passwort anmelden. Das machen wir jetzt einmal. So, wenn ihr euch eingeloggt habt, kommt dieser Startbildschirm, schließt ihr die Wubi-Box an ein Ladekabel an, haben wir schon gemacht. Kenne dein Netzwerkname, das weiß ich, stell sicher, dass dein WLAN auf diesem Mobil ist es auch. Idealerweise setz dich in der Nähe des WLAN-Routers, Entschuldigung. Sind wir alle soweit? Ich bin bereit. Wir erlauben, dass Wubi in unser... So, der nächste Schritt ist dann, verbinde deine Wubi-Box. Und dann kommen wir auf den Punkt, neue Wubi-Box einrichten. So, halte den Knopf... Ah, okay, er hat sie schon gefunden. Jetzt geben wir einmal das WLAN-Passwort ein. Nachdem alle Updates geladen sind, läuft die Box einwandfrei. So sieht das Ganze dann in der App aus. Wie ihr seht, wir haben hier, ich rutsche das mal ein bisschen hier rüber, farbmäßig zu jedem dieser Regenbogenknöpfe haben wir hier eine Kachel quasi in der App. Oben links sehen wir unsere Box, vollen WLAN-Empfang, vollen Batterienempfang. Wir können hier einen Timer aktivieren, wann sie sich ausschalten soll. Wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, das Kind darf jetzt noch eine halbe Stunde Hörspiel hören und soll dann sich die Box von alleine ausschalten, könnt ihr den Timer hier drin einschalten. Was haben wir hier noch? Ansonsten könnt ihr über Verbindung noch einstellen, woher er abspielen soll. Entweder WLAN, Bluetooth, verwende die Spotify-App. Also ich kann quasi direkt von meiner Spotify-App über Bluetooth was draufspielen. Oder halt, wie gesagt, von der SD-Karte, wo ich halt vorher selber Musik oder Ton draufgespielt habe, direkt selber abspielen. Das kann ich ja auch über die App dann einstellen. Ansonsten haben wir hier noch die üblichen Sachen, Hilfe und Support. Wir können auch weitere Wubi-Boxen hinzufügen. Übrigens bis zu 10 Stück könnt ihr dann auch miteinander koppeln. Das finde ich ganz spannend. Also quasi, dass auf allen 10 dann das Gleiche läuft und ihr könnt es steuern. Finde ich sehr, sehr cool. Okay, fangen wir einfach mal an. Spotify öffnen. Bereit zum Musik hören. Spotify-App öffnen.
Möchtest du mit Spotify und Wubi öffnen? Ja. So, und dann seht ihr, auf der roten Kachel haben wir dann quasi jetzt drei Fragen hinzugefügt. Ich lasse den Ton jetzt mal weg, wegen Copyright. Wenn wir jetzt sagen wollen, okay, auf Orange möchten wir was anderes, dann sagen wir zum Beispiel einen Podcast. Meinetwegen im Reich der Dinosaurier. Dann wählen wir den einmal aus auf die Wubi-Box. Ich mache mal kurz ein bisschen leiser, nicht, dass du mir hinlässt. Und dann seht ihr hier unten, er spielt jetzt sowieso gerade Spotify ab und mit diesem Haken kann ich den jetzt auf Orange setzen. Und dann ganz ohne App kann ich jetzt zwischen Orange und Rot wechseln und jeweils die Playliste, die ich auf der Taste hinterlegt habe, kann ich dann da direkt abspielen, ohne Handy dann. Und ich kann auch lauter machen und ich kann auch direkt über die Box ins nächste Kapitel springen. Und so sieht das dann in der Anwendung aus. Also auf Rot habe ich drei Fragezeichen und auf Orange habe ich was ist was. Und kann das natürlich immer wieder über Spotify, wenn ich mir jetzt was anderes hier aussuche. Meinetwegen die Schlangen. Gehe ich dann wieder hin und mache dann die Schlangen auf meine Wubi-Box. Und das gleiche kann ich dann halt auch wieder hier mitmachen. So, wir können dann auch sagen Bibliothek. Wir nehmen meinetwegen eure Lieblingsplaylist und auch die wieder, so schlägt er uns dann vor und die können wir dann hinzufügen. So, und im Endeffekt kann ich dann alles, was es bei Spotify gibt, mir dann hier einmal quasi auswählen. Dann auf eine Farbe gehen und es hinzufügen. Und dann habe ich das drin. Es ist dann auch egal, ob es ein Album ist, ob es ein Lied ist, ob es ein Podcast ist oder ein Radiosender. Und wenn ihr dann irgendwann mal wieder es umlegen wollt, drückt ihr einfach hier hin und legt es dann auf eine andere Taste. Und man kann dann später einfach nur mit den Tasten sich auswählen, was man da gerne haben möchte. Finde ich, ist sehr, sehr einfach gemacht. So können quasi die Eltern dann 7 Geschichten, Radios oder Podcasts vorgeben. Das Kind kann so lange hin und her wechseln, wie es möchte, ganz ohne Handy. Und wenn man dann immer sagt, Mama, Papa, ich möchte jetzt die Geschichte nicht mehr haben, drückt man einfach über die Spotify-App den einen Künstler raus und drückt dafür den anderen wieder rein. Finde ich, ist wirklich eine sehr einfache Nummer. Ja, dann kann ich den auch jetzt hier hinlegen, ganz ohne Probleme. Sehr, sehr einfach, sehr, sehr cool gemacht. Ja, meine Lieben, wir gehen mal zurück ins Fazit. Ja, meine Lieben, kommen wir zum Fazit. Ich muss sagen, robust, fässt sich gut an, lässt sich gut halten. Also würde ich meinem Kind so in die Hand geben zum Spielen, beziehungsweise auch jüngeren Kindern. Hier kann nichts passieren, hier kann nichts kaputt gehen. Ihr seht das. Für die Kinder dann völlig individuell nutzbar, sobald ihr die Knöpfe einmal belegt habt. Wie ihr gesehen habt, über die App ging es auch schnell und kinderleicht. Also da ihr müsst vielleicht 10 Minuten fürs Update mit einplanen, aber ansonsten ist es eine Sache von 5 Minuten, sich dazu registrieren und diese Knöpfe zu belegen. Voraussetzung natürlich, ihr müsst Spotify haben an der Stelle. Dafür kann man aber auch sagen, ihr müsst nichts weiteres kaufen. Also keine Figuren, keine Karten. Ihr könnt das Gerät so benutzen. Ihr könnt es auch komplett ohne Spotify benutzen mit einer SD-Karte. Ihr könnt es als Bluetooth-Lautsprecher benutzen, übers Handy. Ihr könnt mit einem anderen externen Gerät über Klinke rein. Ihr könnt Kopfhörer anschließen. Also es ist sehr, sehr individuell, muss ich sagen. Man ist sehr, sehr frei damit, finde ich. 10 Stunden Akkulaufzeit finde ich auch vollkommen okay. Ja, im Endeffekt, wenn das euer Weihnachtsgeschenk werden soll, packt sie vielleicht vorher kurz aus, ladet einmal den Akku auf, ladet einmal alle Updates runter und programmiert schon mal eurem Kind 7 Geschichten auf die jeweiligen Knöpfe, denn dann kann es auch gleich loslegen. Mit den Knöpfen einfach, ich glaube, der Haptik, das versteht jeder, in der Mitte an und aus. Laut und leise, vor und zurück. Wie gesagt, ihr könnt hier dann auch, wenn ihr jetzt Spotify, Radio oder was auch immer anhabt, können die Kinder dann hier auch aufnehmen, dann auch auf SD-Karte aufnehmen. Ihr könnt auch eine fertige SD-Karte reinstecken zum Abspielen. Das Ganze ist somit dann halt auch online sowie offline nutzbar. Und ihr als Eltern habt trotzdem die volle Kontrolle, weil ihr über die App auf jeden Fall bei den Tasten dann einmal sagt, was soll auf den Tasten sein.
Beziehungsweise, wenn ihr die zum Einschlafen benutzt, könnt ihr auch sagen, hey, in einer halben Stunde, 45 Minuten oder eine Stunde soll das Ding ausgehen. Und ihr habt halt alles über die App ganz einfach zu steuern. Ihr müsst an die Box so nicht mehr ran. Finde ich sehr, sehr gut. Wie gesagt, drei Farben. Aktuell ist das Ganze über den Wobby Online-Shop verfügbar. Kostet 129,99. Verlinke ich euch auch gerne einmal unten in der Videobeschreibung. Es gibt auch noch Grau und Lila. Aber ich muss sagen, für Jungs, das Blau ist schon sehr, sehr schick. Grau geht sowieso immer und ich glaube, das Lila, das kommt ungefähr dem Ton nah, habe ich auch schon gesehen. Finde ich, ist für Mädchen auch wirklich sehr, sehr schön. Ja, also jeder, der zu den bekannten Hörspielboxen eine gute Alternative sucht, vorausgesetzt, ihr habt schon einen Spotify-Account oder ihr meldet euch dann einen an, ist man hiermit wirklich sehr, sehr unabhängig, sehr, sehr frei. Und trotzdem finde ich, ist es für die Kinder sehr, sehr einfach, denn sie merken sich einfach anhand der Farben, welche Geschichte hinterlegt ist. Und dann können sie auch schon im kleinen Alter einfach draufdrücken und es geht gleich los. Und man hat nicht viel, was man verstellen kann, denn es sind nur ein paar Knöpfe hier oben für die Kiddies. Da können sie nicht viel falsch machen. Sie wissen laut, leise oder halt die Farbe drücken, um dann zu wissen, welches Hörspiel man hören möchte. Meine Lieben, das soll es an der Stelle gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video einen kleinen, guten Überblick verschaffen über die Wobbybox. Wie gesagt, noch sehr, sehr neu auf dem Markt, aber trotzdem muss ich sagen, es ist wirklich ein gutes Produkt. An der Stelle, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare. Solltet ihr meinen Kanal noch nicht abonniert haben, dann tut das jetzt bitte. Und ansonsten sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen und über ein Like würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye.